Hallo alle miteinander. Heute wollte ich ein kurzes Video machen über die Anschläge in Sri Lanka. Oder genauer gesagt über das, was Merkel dazu gesagt hat. Erstmal hören wir das mal an. Bundeskanzlerin Merkel schrieb, religiöser Hass und Intoleranz dürften nicht siegen. Religiöser Hass und Intoleranz dürfen nicht siegen. So, man bekommt erstmal so ein komisches Gefühl, wenn man das hört. Also in Sri Lanka wurden mehrere Kirchen angegriffen mit Sprengsätzen. Also man hat einen Massenmord veranstaltet. Massenmord ist Aggression, es ist Mord. Ja? Es hat mit Intoleranz nicht viel zu tun. Intoleranz ist, wenn wir uns von etwas abgrenzen wollen, wenn wir das, was andere glauben oder für gut finden, nicht glauben wollen und nicht gut finden. Ja, das ist völlig akzeptabel, weil jeder hat das Recht zu glauben, was er will, was er für richtig hält. Ja? Ich muss nicht alles glauben, was irgendwelche Leute glauben und nicht alles toll finden, was diese Leute toll finden, ja? Absolut nicht, das ist mein Recht. Also ich habe absolutes Recht darauf, intolerant zu sein. So, Intoleranz ist aber etwas ganz anderes als Massenmord. Das ist schon was ganz anderes. Wenn ich mich einfach von Leuten abgrenze und sage, nö, das glaube ich nicht und das akzeptiere ich nicht für mich, ja? Das ist das eine. Aber hinzugehen und Leute umzubringen, nur weil sie was anderes glauben, das ist was ganz anderes. Das ist Aggression. Das ist Terrorismus, Massenmord, sowas. Das ist was ganz anderes. Und Hass, religiöser Hass. Also ich denke, die Angehörigen der Ermordeten werden jetzt das volle Recht haben, diese Islamisten, die das verübt haben, zu hassen. Ja? Und das ist kein Verbrechen. Warum? Weil die das auch verdient haben. Ja? Wir hassen Menschen, die uns Unrecht getan haben. Ja? Und das ist ein Gefühl. Hass ist ein Gefühl, der von uns aufsteigt, wenn wir ungerecht behandelt wurden. Ja? Und das kann jeder haben. Ein Gefühl des Hasses zu haben, ist noch kein Verbrechen. Zum Verbrechen wird es erst, wenn wir anfangen, jemanden umzubringen. Ja? Das Gefühl des Hasses kann auch zum Beispiel bei Hetze entstehen, wenn Lügen verbreitet werden, verlogene Sachen verbreitet werden, um jemanden zu diskreditieren, um die Menschen aufzuhetzen, dass sie Hassgefühle bekommen. Hier redet sie aber nur von religiösen Hass und Intoleranz. Also erstmal hier, sie erwähnt kein Mitleid den Opfern gegenüber, hat kein Mitleid, redet gar nicht davon. Also, dass die Christen da gestorben sind, über 200, interessiert sie nicht. Sie interessiert einfach nur der religiöse Hass und Intoleranz. Ja, darüber redet sie. Dass die Menschen gestorben sind, ist ihr wurscht. Sie verurteilt auch nicht die Täter, sie nimmt sie nicht beim Namen, ja, sondern sie pauschalisiert und sagt, Religion, die religiöse Intoleranz darf nicht siegen. Also Christentum ist ja auch eine Religion. Also sie schmeißt alles in einen Topf. Ja, und verdammt das Ganze, ja, weil das sind ja Religionen, die verbreiten Hass und Intoleranz. So als wären die Atheisten Engel und sowas wie Intoleranz, Hass oder Gewalttätigkeit ist ihnen völlig fremd. Ja, angesichts der Massenmorde, die atheistische Kommunisten im letzten Jahrhundert veranstaltet haben. Mehrere hundert Millionen haben sie ermordet auf bestialische Weise und zu Tode gequält. Ja, angesichts dieser Gräueltaten der Atheisten, ja, ist das eine Farce, was sie sagt. Die Religionen sind die Bösen und die Atheisten sind die Engel. Blöder Scheiß ist das. Bei Merkel muss man immer zwischen den Zeilen hören, ja, was sie sagt. Und da hat sie ihr Gesicht offenbart. Anstatt
die Sache anzusprechen, verbreitet sie ihre antireligiöse Propaganda, ihren linken Hass gegenüber den Gläubigen. Ganz einfach. Sie unterscheidet auch nicht zwischen den Religionen, weil die und Religion sind ganz unterschiedlich, ja? Das Christentum fördert keine Gewalt, fördert keinen Massenmord. Ja? Das erwähnt sie aber nicht. Sie schmeißt das Christentum zusammen mit diesen Islamisten in einen Topf. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Das war es erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal.